Das mal hier rüber. Und weiter geht's. Herzlich willkommen bei Stadtfilmabend Folge, ich glaube, 11 oder so. Ja. Also, was uns fehlt, ist Strom. Denn die Heizungen hier funktionieren nicht. Und es ist, warte mal. Kleinen Moment. So, jetzt kann man auch sehen hier, wie warm das ist. Hier drin 19 Grad, das ist eigentlich okay. Ach so, weil hier die Dinger noch eingebaut sind, sehr schön. Okay, wir brauchen aber jemanden, der nur forscht. Und da machen wir mal wieder Carsten raus, damit wir dann irgendwann mal Batterien bauen können und sowas hier. Carsten macht mal jetzt gar nichts anderes mehr außer forschen. Und wenn es brennt, Feuer löschen. So, Carsten. Jetzt schläft er natürlich. Ist klar. Ambrosiahain. Okay, zum Ort springen. Der wächst jetzt hier, wo ich eigentlich schon Anbauzone habe. Aber das macht nichts. Da wir momentan eh nicht anbauen können, können wir ebenso gut hier eine neue Zone hinbauen. Und auf nicht sehen anbauen erlauben, genau. Stellen. Okay, Carsten, wach mal auf und forsche. Oh, momentan forscht Ratte gerade. Ist auch okay. Sehr schön. Achso, Carsten hat eine Nahrung. Ah, jetzt kann Carsten. Ach, Mensch. Produktion im Baum war halt einen zweiten Tisch fertig. Haben wir nicht genug Holz, wa? Oh nein, Tuffy ist tot. Wurde zerbissen. Von... Warum kann ich nicht zielen damit? Warum kann ich das nicht... Bin mir ziemlich sicher, das ging früher. Wir brauchen mehr Holz. Okay. So. Wupp. Ah, siehst du, jetzt ist Carsten dabei. Was erforschen wir denn gerade? Elektrizität? Ne. Mikroelektronik, damit wir den besseren Tisch bauen können. Okay. Ach, das blöde Eichhörnchen da drin.
Das hier ist Fußboden. Sehr schön. Oh, ist das Wetter etwa wieder gut genug, um anzubauen hier? Scheint so. Muskelparasiten, na super. Hat irgendjemand rohes Fleisch gegessen, oder? Was ist eigentlich mit dem hier? Geht's ihm gut? Aha. Ja. Okay. Fressattacke, weil Liebhaber ist gestorben. Das sehen wir ein. Das kann passieren. Okay. Warum hat Ratte nichts zu tun? Tierpflege. Entschuldigung. So, wir müssen mal. Hier lassen wir mal die Tiere nicht mehr rein. Meine Güte. Also von den Parkern haben wir schon eine ganze Menge hergestellt. Sind auch mittlerweile alle gut angezogen hier. Das ist doch schön. So. Meine Güte, wie lange dauert das noch hier? 2200. 70 von 3000. Okay, also zwei Drittel, drei Fünftel mehr oder weniger. Hey, Wurminfektion, Jefim Karsten.
Kerstin. Ja, das kommt davon, wenn der Kochbereich immer so unaufgeräumt ist, nicht? Dann kriegt man Muskelparasiten und eine Wurminfektion. Haben wir noch genügend? Wir haben noch jede Menge Kräutermedizin zumindest. Es muss dann halt reichen. So, ich glaube, jetzt, wo das wieder wärmer wird, brauchen wir die Lagerfeuer hier in den Schlafräumen nicht mehr. So, und ich hoffe, wir haben bald dann auch Batterien, wenn dann der Herr Carsten endlich mal irgendwas fertig erfunden hat. Wäre ganz nett. Fände ich gut. Wäre schön. Alle unbegrenzt, ne? Das heißt, sie dürfen auch raus und Bäume fällen. Warum macht das dann keiner? Weil Waldarbeit keine hohe Priorität hat. Okay. In winzigen Schritten, obwohl nur noch 500 fehlen. Sieh zu, Carsten, wir vertrauen dir, du kannst das, du schaffst das. Dann brauchen wir den Tisch auch nicht mehr hier. Doch, Carsten, warum? Ach so, wird gegessen. Okay. Noch 400. Ja, super. Sonneneruption, toll. Super. Hoffentlich geht mir das nicht alles in Dutt jetzt hier mit der Sonneneruption. 39 Tagen, 20 Tagen, 13 Tagen, in 9 Tagen, in 7 Tagen, in 6 Tagen, in 5 Tagen. In 3 Tagen verdirbt alles. Etwa einem Tag vorbei, ja gut, dann sollte das alles noch funktionieren. Mensch hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Hoffentlich kotzt er die Würmer gleich mit aus oder die Muskelparasiten.
Ah, siehst du, Strom geht wieder an, sehr gut. Okay, noch 250. Dann brauchen wir Batterie, Solaranlage und Geothermie brauchen wir dann. Warum ist auf Stopp? Wer war das? Jefim löst Falle aus. Ah. Ich dachte, unsere Leute können die eigenen Fallen gar nicht auslösen. Aber scheinbar doch. Okay. Rechter Ringzieh abgeschnitten, das war aber schon. Linkes Bein, Holzbein, das war auch schon. Rechte Lunge zerstört, das ist. Ist das neu? Ich weiß gar nicht. Und Wurminfektion, ja, super. Okay. Sag mal, was ist hier los? Warum kann ich nicht? So. Ist eine ziemlich kleine Karte auch, ne? Ha. Ah, siehst du, Forschungsmenü. Gut, jetzt Batterie. So, und jetzt können wir nämlich auch die tolle Hightech-Bank bauen hier. Wir haben sogar genug Rohstoffe, die zu bauen. So, ba, 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 ba. Sessel aus Stoff. Ne, haben wir nicht genug Muffalo-Wolle. Sehr gut. So. Ah. Okay. Irgendjemand muss das bauen. Wen haben wir auf Bauen? Markus können wir ruhig auch bauen. Irgendeiner wird es schon bauen hier. Zum Beispiel Markus. Was fehlt hier? Stoff, ne? Ja, Stoff fehlt. Und Holz, okay. Die Steine, die ich hierfür brauche, habe ich eh nicht. Also setzen wir da einen anderen Boden rein, zum Beispiel Schiefer. Böden, Böden, Böden aus Schiefer. So. Sehr gut. Siehst du, Carsten nimmt gleich den neuen Tisch, das heißt, wir können den alten abreißen. Und Carsten kotzt gleich vor den neuen Tisch. Interessant. Geist 1 hat ein Junges zur Welt gebracht. Na, immerhin wird auch mal was geboren und die sterben nicht alle wegen Unterernährung. Ja. Und schon wieder ist es hier zu dreckig. Naja, haben ja eh schon alle Wurmparasiten und Zeug, dann ist es ja auch egal. So, was haben wir hier? Schliefer. Zack, zack, zack. Zack, zack. Wie warm ist es da drin? 45 Grad, okay. Also das funktioniert noch, dass die Geothermie irgendwie die Hütte hochheizt. Ah, siehst du, Batterie ist fertig. Dann brauchen wir jetzt Solaranlage. Und dann können wir ein paar Batterien bauen.
Hier unten zum Beispiel. So. Das sollte reichen. Müssen wir das Stromkabel aber verlängern, damit das die Batterien berührt, sonst funktioniert das nicht. Supi gut. Vielleicht sollten wir hier noch eine Lampe hinstellen. Es ist ein bisschen dunkel hier zum Forschen. So. Sehr gut. Super gut. Und hier können wir auch noch welche hinbauen. So. Siehste, jetzt geht nämlich alles hier. Zieltemperatur 21 Grad. Ach so, ist schon hier in. Okay. Ja, sehr schön. Warum ist Gato tot? Was ist passiert? Unterernährung kostete Gato das Leben. Ich habe doch Leute auf Aufsehen gestellt, aber alles scheinbar wenige Priorität. Da haben sie Gato verhungern lassen. Das ist natürlich auch fies. Bettruhe, Tierpflege, Arzt. Was ist mit Jefim los? Ach so, der hat leidet noch an seiner Lebensmittelvergiftung und Wurminfektion. Okay. Okay, ist das halt so. So, dann sieh mal zu, dass du fertig wirst mit der Solaranlage. Dann machen wir Geothermie. Und damit kann man das Stromproblem lösen hier. Ratte geht auf Beleidigungstour. Er wird Bench verfolgen und beleidigen. Okay. Dup, 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 dup. Bench und Ratte quatschen über Gesichtsbehaarung. Da fängt Ratte an, Bench zu beleidigen. Okay. Schauen wir mal, wie sieht das aus hier. Ach, da ist Bench. Bench bezeichnete Ratte als Dämon. Ratte verspottete die Klasse von Bench. Okay. Ratte beleidigte öffentlich das Aussehen von Bench. Bench bezeichnet die Mutter von Ratte als Plünderer. Okay, und jetzt hat Bench auch schon genug. Zieht sich einen grünen Anzug an? Nee. Okay. So. Das war's schon jetzt hier mit Beleidigungstour, oder was? Ratte bezeichnete Bench als Lemur. Gott, ist das spannend. Wird Carsten die Solaranlage erfinden? Ja, nee, heute nicht mehr.
Komm, die wollte ich wenigstens hier noch in Auftrag geben, bevor wir Schluss machen für heute. Aber gut, der Herr muss erstmal essen. Ist klar. Ist klar. Lecker Haps Haps. So, jetzt geht's weiter. Ja, ist alles so ein bisschen quasi stabil. Die Hälfte der Gruppe hat irgendwelche Parasiten und die andere Hälfte läuft rum und beleidigt Leute. Oder hat Lebensmittelvergiftung. Ach, komm schon. Das kann doch nicht mehr so lange dauern hier. Aber klar, ne, es ist keine richtige Carsten-Erfindung, wenn nicht auch einmal vor den Tisch gekotzt wird. Okay. So. Goodie. Jetzt können wir nämlich, hier wachsen ja immer Bäume, die aufhalten, also die den Strom, den Wind quasi runterbremsen und dafür sorgen, dass die Dinger hier weniger effektiv sind. Jetzt können wir das natürlich alles vollbauen mit Solarpanelen. Dann kann das nicht mehr passieren, theoretisch. Und wir haben zusätzliche Solarenergie noch. Wie groß muss ich die eigentlich machen? Ach, das reicht schon, ne? Ne, hier noch eine Reihe. Okay, bauen wir hier noch eine Reihe. Beleidigung zur Kerstin. Sie wird Nussi verfolgen. Oh Gott! Was ist denn jetzt los? Kerstin sagte Bench etwas über Flaschenkürbisse. Okay, das ist bestimmt. So, wo ist jetzt der Herr Nussi? Da. Kerstin beleidigte öffentlich die Ausdauer von Nussi. Okay. Kerstin verglich Nussi mit einem Löwe. Super Beleidigung. Seien es ging über die Haare oder so, ich weiß nicht. Kerstin bezeichnete Nussi als Teufel. Kerstin bezeichnete Nussi als Wombat. Teufelswombat ohne Haare. Ah. Okay. Beleidigte respektlos den Körper von Nussi. Bösartig die Klasse von Nussi. Okay, das ist wenigstens sehr einfallsreich alles. So, cool. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Strom erstmal. Behandlung benötigt. Wer braucht Behandlung? Heiko. Okay. Das wird schon irgendjemand machen. Gehe ich mal von aus. Oh, Jefim, Wutanfall. Wut an Objekten in seinem Raum auslassen, okay. Weil er Schmerzen hat. Okay. Bonk, 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 bonk. Wenigstens haut er nur gegen die Wand und nicht gegen Leute. Das ist auch schon mal was. Sehr gut. Wir brauchen mehr Batterien, glaube ich. Och, verfickte Scheiße. Jetzt ist das Heugras auch noch faulig. Wir das halt mal entfernen und zwar möglichst schnell, damit hier nichts passiert am Ende. Weil wir können leider nicht einfach danach neu anpflanzen, weil dann wird wahrscheinlich schon
wird wahrscheinlich schon die Pflanzperiode vorbei sein, also machen wir das jetzt hier. Nicht jeder nur einen, ihr sollt schon mehr abbauen, ihr Töffel, echt ey. Feldarbeit. Ihr habt doch sogar alle eine 1 bei Feldarbeit. Was soll denn das? So, nur Ratte macht weiter hier. Das ist ja herzallerliebst. Okay, aber mit dem Problem müssen wir uns beim nächsten Mal auseinandersetzen. Jetzt ist wieder die halbe Stunde um, auf die ich die Folgen limitieren muss, weil das sonst irgendwie 10 Stunden dauert, um sie hochzuladen, weil ich Kack-Internet habe. Okay, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und liked und subscribed und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auch diese Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video da ist. Und ansonsten schreibt einen Kommentar und dann habe ich auch, glaube ich, sonst nichts mehr zu sagen. Bis denn!